Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Robots in Disguise Railspike. Railspike ist einer der drei Combiner des Teams Rail Racer und ja, bildet hier quasi den ersten Hauptzug, der quasi den Oberkörper bildet. Ja, kommen wir jetzt einfach wie immer erstmal zu der Umverpackung. Die Umverpackung ist hier in einer schönen Box geliefert. Ich muss sagen, viel schöner als die heutigen Transformers auf jeden Fall verpackt. Wir haben hier, wie gesagt, einmal den Roboter dargestellt. Ich zoome einfach mal ein Stück ran. Sehr schön dargestellt. Dann Train to Robot. Und das schöne große Logo mit dem Namen Railspike. Ja, um Combiners, der Trains war quasi damals einer der ersten Combiner, die mit Kugelgelenken ausgeliefert wurden. Ja, oben das ganz normale Logo, an der Seite dann nochmal hier, ja, quasi dasselbe nochmal, den Zug und den Robotermodus auf der anderen Seite auch nochmal. Unten einmal die Textbackcard mit der Möglichkeit zum Ausschneiden. Man sieht hier, die Figur ist ja durchschnittlich stark, besonders intelligent, sehr schnell, hat eine Menge Aushaltedauer, Rang ist auch überdurchschnittlich, etc. Also ist wirklich ein sehr netter Charakter. Auf der Rückseite haben wir einmal die drei Combiner Railspike, Midnight Express und Rapid Run. Und wir sehen einfach hier den kombinierten Modus von Railspike. Ja, die Figur ist ziemlich cool auf jeden Fall gemacht. Die europäische Version ist hier mit einem großen Etikett ausgeliefert, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Ja, was soll ich schon groß dazu sagen? Das kennen wir ja von einigen Figuren. Ansonsten haben wir hier die Geschichte nochmal abgebildet. Ich habe hier die englische Version der Box. Wir sehen auch hier die Werbung von Transformers.com. Und wir haben hier dann nochmal die englische Geschichte. Wer sie lesen will, einfach mal auf Stopp drücken und ja, dann einmal durchlesen. Das war's auch soweit. Jetzt kommen wir zu der Figur. Die Figur selbst, wie gesagt, ja, ist in einem richtig schönen Zugmodus. Ich bin jetzt nicht sicher, welcher Zug das darstellen soll. Ich denke mal eher, dass es wahrscheinlich in Richtung französischer Zug geht. Auf jeden Fall sehr schön gemacht. Die Fenster selbst sind alle weiß gehalten. Hier ist kein durchsichtiges Plastik vorhanden. Hier oben haben wir einmal das durchsichtige Cockpit mit metallenen Komponenten hier drin. Ansonsten haben wir hier noch 500 Cybertron draufstehen, auch sehr interessant. Und ja, unten sieht man nicht wirklich viel vom Robotermodus. Und hier hinten ist die Waffe einmal drin. Die Waffe hat hier einen Leuchtmodus, sehr interessant auf jeden Fall. Und mit Fiberglas-Optik quasi ausgestattet. Ja, die Verwandlung ist ziemlich simpel. Wir nehmen einmal hier hinten die Waffe heraus. Diesen Hinterteil, der wird gesplittet, aber dazu später mehr. Jetzt ziehen wir erstmal hier die Beine heraus. Klicken hier die Füße nach vorne. So. Drehen hier hinten die Räder einmal nach unten. Dadurch wird die Figur quasi stabilisiert. Die Füße sind jetzt fast fertig. Jetzt gehen wir hier oben hin, splitten das komplette Cockpit einmal nach unten. So. Drehen das Ganze einmal herum. Können jetzt hier unten die Arme herausziehen. So. Jetzt drehen wir die Figur einmal herum. Drehen hier wieder den Arm herum. Der Kopf des Riesen-Combiners, den ihr quasi hier jetzt auch schön sehen könnt, der wird hier mit einem Kugelgelenk ausgeliefert und kann quasi komplett frei positioniert werden. Für den Robotermodus drehen wir hier allerdings das ganze Teil einmal nach unten, versenken das hier vorne und bilden somit den Brustkorb. Drehen den Kopf einmal herum, der hier auf einem Federmechanismus aufgesteckt ist. So. Ja, ansonsten splitten wir jetzt hier einmal die Beine und können jetzt hier die Seitenpacks, also die Seitenwände so ein bisschen öffnen und die Beine ein bisschen splitten.
Müssen wir nicht machen. Ich finde es jetzt auch nicht so schön. So ist jetzt jedenfalls auf der Packung abgebildet. Ja, und schon haben wir Rails Bike fertig verwandelt. Die Figur ist eigentlich sehr schön, wenn auch sehr globig. Dadurch, dass hier natürlich oben diese Schulterpolster natürlich ziemlich groß sind. Die Beine sind auch hier auf, was sehr interessant ist, auf Rädern. Das heißt, ihr könnt wirklich hier die Figur rollen. Die Beine werden aber jetzt natürlich dann noch, ihr könnt es jetzt so lassen, so herumgedreht. Das habe ich jetzt ganz vergessen. So. Und so haben wir natürlich jetzt die Beine natürlich auch richtig nach innen gewinkelt. Und sieht jetzt auch wirklich nach Roboterbeinen aus. So, ansonsten haben wir noch hier diese Waffe. Die Waffe wird einmal hier herumgedreht. Und ja, dieser Haken, der übrigens dafür da ist, um die Züge ineinander zu stecken, ist hier quasi auch das Zielvisier. Jetzt müssen wir hinten noch diesen Pack herunterdrehen und dadurch den Griff freimachen. Und ja, ansonsten leuchtet quasi das Plastik dann hier komplett in grün. So, es ist ganz, also in rot, Entschuldigung, das ist ganz nett. Die Waffe könnt ihr hier ihm in die Hand geben. Ja, und dann kann er natürlich die Waffe halten. Es ist eine sehr schlichte Figur. Die Figur hat selbst sehr viele kleine Details, die ich relativ hübsch finde. Wir haben einmal hier oben an der Schulter die kleinen Raketenwerfer oder Flechettenwerfer. Die kleinen Details hier unten sind auch sehr schön ausgearbeitet, das gleiche mal auf der anderen Seite. Hier nur allerdings nur mit drei einzelnen, ich vermute mal, das soll eine Gatling-Gun darstellen. Auf jeden Fall sehr schön. Und auch an der Seite, wir haben natürlich hier den Zug teilweise abgebildet. Die Hüfte ist auch sehr schön von Details gearbeitet. Die Beine haben auch viele kleine Details, Schläuche, die dargestellt werden. Sehr schön, hier sind die Räder dargestellt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, auch die nach oben klappen. Dann ist aber nicht garantiert, dass die Figur natürlich wirklich gut steht. Also mir ist schon ein paar Mal passiert, dass die Figur dann nach hinten gekippt ist. Ja, was haben wir ansonsten an dieser Figur? Die Figur selbst hat... Mal die Waffe mal ab... sehr fest, hat kein Hüftgelenk als solches, hat Oberschenkel Gelenke, mit denen er die Figur bzw. die Beine sehr hoch stecken kann. Das Bein hat hier vorne ein Kniegelenk, welches allerdings nicht wirklich erlaubt, dass die Figur gebogen werden kann. Da wäre es besser, wenn es in die andere Richtung drehen würde, dann könnte man die Beine wirklich um 90 Grad drehen, aber das ist hier natürlich nicht der Fall. Ja, ansonsten, was weist die Figur noch auf? Die Figur hat ganz normale 360 Grad Ellenbogengelenke, hat Gelenke, die ihr zur Seite drehen könnt, ein bisschen eingeschränkt hier oben, da hier dieses Gelenk festgemacht wurde mit einer Schraube. Hier ein doppeltes Balljoint quasi, was ihr quasi so nach oben winkeln könnt oder so nach oben winkeln, wie ihr wollt. Ihr habt natürlich noch die, dadurch das Kugelgelenk ist, einiges an Beweglichkeit. Der Kopf selbst ist nur auf einem Drehgelenk und ist nicht wirklich positionierbar. Wackelt natürlich sehr herum hier durch die Vertiefung, die auf der Feder ist. Ja, das war's eigentlich auch schon, was ich zu dieser Figur im Großen berichten kann. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, den sogenannten Combiner-Modus zu bilden. Das heißt, wir können hier einmal die Arme verstauen. Das gleiche hier. Wir drehen den Kopf einmal wieder herum. Drehen hier den kompletten Kopf nach oben, drücken den Kopf hier hinten ein, das Gelenk wird nach unten geschoben, wird der Kopf so nach oben gesetzt, das heißt so, ihr dreht dann die Arme und die Schultern herum, bildet quasi wieder den Zug, so, dreht jetzt hier oben die Beine zur Seite und splittet hier die Hüfte des Robotermodus komplett auf. So, jetzt dreht ihr hier oben die Beine herunter, dreht sie so, dass die Reifen oben sind. Das gleiche noch einmal, natürlich nicht das Kugelgelenk auskugeln, ja so, quasi schon. Dann dreht ihr hier, oder zieht, wie gesagt, hier hinten die Hände komplett heraus, dreht den Daumen nach oben und könnt jetzt auch die Faust schließen. Das gleiche nochmal hier. Ihr zieht hier die Faust heraus, dreht den Daumen nach oben und könnt jetzt quasi die Faust schließen.
Ja, und das wäre jetzt theoretisch schon der Combiner-Modus. Ihr könnt jetzt hier unten noch die unteren Füße so nach unten knicken. So. Ja, und das wäre jetzt der Oberkörper mit samt Kopf. Der Kopf ist hier auf einem Balljoint, sehr schön beweglich, auch nach oben drehbar. Das heißt, Posen sind auch gut möglich. Die Figur selbst vom Kopf ist auch schön gestaltet. Wir haben hier diesen Visor, der von unten allerdings offen ist. Das heißt, ihr seht dann richtig die roten Augen. Er hat einen richtigen Mund, eine Nase quasi. Ansonsten hier oben die ganzen Details finde ich sehr schön gearbeitet. Von hinten sieht der Kopf so aus. An der Seite, ja, ich würde fast sagen, das sieht fast aus wie von Optimus Prime quasi die Ohren, nur seitlich angewinkelt. Sehr schön auf jeden Fall. Ja, und ansonsten könnt ihr natürlich ihm die Waffen auch noch in die Hand geben. Dazu dreht ihr einfach den Daumen zur Seite und könnt ihm jetzt diese Waffe als extra geben zum Beispiel. Das Schöne ist allerdings, dass alle Waffen zusammen kombiniert werden von allen drei zu einer großen Waffe. Dazu aber später mehr. Ja, wie gesagt, das war's soweit für Railspike. Ich belasse ihn jetzt einfach mal in diesem Modus, um damit natürlich zu dem nächsten Video dann später zu kommen. Und ja, ansonsten, ich würde dieser Figur jetzt im Fahrzeugmodus volle 10 von 10 Punkte geben. Ein sehr schöner Zug, auf jeden Fall auch schön gestaltet. Viele schöne Details, die weiß-blaue Farbe passt auf jeden Fall. Und im Robotermodus, ja, sehr stark eingeschränkt und die klobigen großen Gelenke bieten hier natürlich nur 8 von 10 Punkten. Ansonsten, ja, der Combiner-Modus ist natürlich sehr schön, was ihm wieder zusätzliche Punkte im Robotermodus theoretisch bringt. Und ich würde sagen, alles in allem hat die Figur 9 von 10 Punkten auf jeden Fall verdient. Die zusätzliche Waffe hier mit der LED ist sehr schön gemacht. Auf jeden Fall mal etwas Neues, aufgegriffen von der Generation 2 Line. Hier kann die Batterien auswechseln. Ja, und das war's ansonsten. Und wir sehen uns beim nächsten Review, diesmal dann mit Midnight Express. Bis demnächst.